So, ja, dann starten wir die Aufnahmen und damit ein recht herzliches Bekommen zum frischen Videomodul der Statistik. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Eins, Quantile ganz zahlig. Die Quantitätsfunktion geht von einem Anteilswert aus, der zwischen 0 und 1 liegt. Quantile fragen danach, welches ist der kleinste Wert, eine Variable, für den die Verteilungsfunktion mindestens den Wert p der Quantitätsfunktion aufweist. Ja, wir haben einen Datensatz oder auch einfach nur eine Urliste. Als erstes sichten wir, ist diese sortiert oder unsortiert? In diesem Fall stellen wir fest, wir haben sehr Viele Werte, die sortiert sind nach der Größe, beginnen bei 1,3 hoch bis 97,8. Mir ist leider ein Fehler unterlaufen, deshalb nehme ich das Video hier erneut. Auf, weil ich die Formel falsch erklärt habe und ich nicht möchte, dass ihr denselben Fehler macht wie ich. Deshalb werde ich auch gleich noch mal kurz darauf eingehen. Ich packe euch ansonsten alles Weitere unten in die Videobeschreibung hinein. Könnt ihr einmal unten aufklappen und dann entsprechend ja euch die Definition dann herauspicken, die ihr benötigt. Also unter Einzelbeobachtung. Wir schauen uns die Quantile auch noch mal unter Klassierung an, wenn ich das nicht bereits schon getan habe, je nachdem, wann ihr dieses Video abruft. So, wir fangen mal an mit der Darstellung der Formel und zwar Quantile bezeichnen wir als x mit einer Welle und dann hier unser p. p ist der Index für das jeweilige Quantil 0,3, 0,4, 0,9, 0,31, je nachdem welches Quantil gefragt ist. Hierzu haben wir bereits ein Video hochgeladen zu einzelnen Grundbegrifflichkeiten: Dezil, Perzentil, Quartile, Quintile. Schaut euch das Video in der letzten Ausgabe in der Playlist an. Ich sage schon. Letzte Ausgabe im letzten Video der Playlist an. So denn ansonsten weiß ich nicht, was gefragt ist in der Aufgabenstellung, wenn nach dem 8 Dezil ziel beispielsweise gefragt ist. Dann muss das Klick machen, und dann weiß ich, okay, 0,8 Quantil, beziehungsweise das 80 Prozent Quantil ist gefragt. Dementsprechend die Formel lautet wie folgt: Wir haben einmal hier erste Zeile 1,5, das sind jetzt jeweils die Berechnungen. Dann haben wir hier x np und das Ganze dann plus x np plus eins. Das heißt, wir springen hier einfach einen Wert weiter in unserem Datensatz. Klammer zu. Ja, die zweite Zeile, x, dann hier so eine Klammer, und zwar n mal p. Lasst euch durch die Klammer nicht irritieren. Die Klammer sagt einfach nur aus, ey, n mal p, hier musst du runden. Hier musst du auf den nächsten Wert hochrunden. Hier musst du springen. Von, meinetwegen, 7,6 auf den achten Wert. Schauen wir uns gleich an. Da muss ich wissen, okay, wir haben hier ganze Zahlen, ganze Zahlen, und hier eben der sonstige Fall. Diese ganzen Zahlen, und da ist mir der Fehler unterlaufen, bezieht sich auf das n mal p. So, also n mal p gleich Fragezeichen und hier eben auch n mal p. Das p wissen wir schon aus der Aufgabenstellung und zwar ähm, je nachdem, welches Quantil wir ermitteln. Wir werden jetzt hier gleich das 0,4er p Quantil ermitteln. Also das 40% Quantil. Stellt euch einfach mal so einen Streifen vor, so einen Zahlenstreifen, wo wir alle unsere Werte des Datensatzes hier von 1,3 bis 97,8 hier der Größe nach geordnet haben. Also sie beginnen jetzt meinetwegen hier bei 1,3, Punkt, 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 und sind dann hier irgendwo bei 97,8. Ja, und das Quantil trennt einfach nur unseren Datensatz in zwei Teile. Beispielsweise hier bei ähm, 50 Prozent, das wäre dann auch hier der Median, das x 0,5er wäre nichts anderes als das x Median, für die Median gibt es noch eine separate Formel, wenn ich die nicht schon bereits gezeigt habe in den Videos, in der Playlist, schaut euch da mal ein bisschen um, so und dann haben wir hier eben zwei Teile, so je nachdem, welches Quantil wir ermitteln sollen? Haben wir ein Paket, das ist kleiner als das zweite Paket oder die beiden Pakete sind in etwa gleich? Bei dem Median wäre das der Fall, dass hier Paket 1 und Paket 2 gleich groß wären. Dass ihr einmal wisst, wozu die Quantile? Ja, wir trennen hier einfach nur unseren Datensatz ab und dann kann man beispielsweise den Quartilsabstand ermitteln. Im Zuge der Streuungsparameter. Wenn wir das nicht schon bereits getan haben, schaut man die Playlist dazu. Ähm, ja, einfach mal die Playlist-Statistik hineinblicken. So, das Erste, was wir hier machen, wir ziehen mal den Datensatz einfach mal durch. Wie viele Werte haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Werte. Das heißt, unser n gleich 20, das ist ganz wichtig, um das n mal p zu ermitteln, um festzustellen, ganze Zahlen oder eben nicht ganze Zahlen. So, und dann einmal die Aufgabe notieren. Aufgabe, was sollen wir jetzt hier berechnen? Wir berechnen das 0,4er Quantil beziehungsweise 0,4er P Quantil oder 40% Quantil. Das könnt ihr für euch entscheiden. Richtet euch da an den Lehrstuhl, an den Dozenten, welche ähm, Schreibweise ähm, gefordert wird. So, das wäre nichts als das 40% Quantil. Man könnte auch sagen, ey, das wäre hier das vierte D-Ziel oder zum Beispiel eben das vierte Huch. Vierte Dezil. Dezil gehen wir 0,1er Schritten vor. Ich kann jetzt auch noch mit Quintilen hier kommen. Perzentilen können wir ja auch noch hier formulieren. Lasse ich aber jetzt mal stehen. Dazu haben wir ja bereits ein Video hochgeladen, auch mit entsprechenden Beispielen. Ja, und dann brauche ich natürlich mein n mal p. Denn gucken wir uns mal die Formel an. Der rechte Part der Formel ist die Bedingung. Der linke Part ist die Berechnung. So, Bedingung n mal p. Ganze Zahlen oder nicht ganze Zahlen. Und hier lag eben mein Fehler. Ich habe das vorher mal so gemacht, dass ich einfach nur das n gesehen habe und habe gesagt, okay, wenn n gerade ist, wenn n ungerade ist, dann nehme ich die erste Zeile, die zweite Zeile. Das ist verkehrt. So, also Bedingung n mal p. N mal p haben wir hier gleich in diesem Fall 20 Werte multipliziert mit 0,4. Da kurz an den Taschenrechner, kann man auch im Kopf rechnen. So, haben wir hier eine 8, also in diesem Fall ist das ganz zahlig. Dafür gibt es noch eine Notation, die habe ich mir jetzt nicht angeeignet, spielt auch keine Rolle für die Berechnung. Hauptsache, ihr habt die Formel parat, beziehungsweise ihr habt eine Formelsammlung und könnt die Formel, ja, verstehen. So, das heißt, wir schnappen uns in diesem Fall für ganze Zahlen dieses Paket, diese Berechnung. Bei der zweiten Zeile wären, wären wir eigentlich schon fertig, hätten schon die Lösung und könnten die direkt vom Datensatz abtragen. So, also in diesem Fall x, x, dann Welle 0,4 gleich halb. So, einmal Klammer auf. x n mal p. Also den achten Wert unseres Datensatzes. Deshalb ist es so wichtig, dass die Uhrliste hier sortiert ist. Wenn sie nicht sortiert wäre, würde ich jetzt in den falschen Wert herauspicken. Das ist auch ein Fehler, den man durchaus machen kann. Es würde ja schon ausreichen, wenn ein Wert hier irgendwo nicht korrekt sortiert ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achter Wert. Also in diesem Fall dann die 19,6. Das Ganze Addiert mit dem nächsten Wert und zwar hier steht ja np plus 1, das heißt, wir springen einen Wert weiter auf die 21,9 21,9 so ja, und dann können wir hier mal einen Zwischenschritt noch mal anlegen und zwar eineinhalb das Ganze ich mache hier trotzdem noch den Klammerzug müsst ihr nicht machen ist für mich nur eine Hilfestellung 19,6 plus 21,9 haben wir hier 41,5, 41,5, ja, und dann schreiben wir hier kurz nochmal hin, ja, x 0,4, das 0,4er Quantil ist ja nichts anderes als 0,5 mal die 41,5, da haben wir hier raus 20,7, ,20 5. An dieser Stelle wird unser Datensatz getrennt. Punkt 0,4er Quantil liegt bei 20,75. Also, was haben wir getan? Kurzhand nochmal die Schritte und zwar erster Schritt: wir haben die Uhrliste bzw. Urliste gesichtet, beziehungsweise den Datensatz oder auch eine Tabelle ähm, gesichtet, wenn die Tabelle nicht sortiert ist, sortieren wir diese. Im zweiten Schritt den Index berechnen. Index berechnen. Und dann dritter Schritt, je nachdem, was beim Index herauskommt, das ist unser n mal p. Also das n mal p. Und im dritten Schritt dann die Formel anwenden. Formel an Wenden. Sollten wir das 0,5er Quantil ermitteln, können wir auch eine Formel für den Median anwenden, aber das 0,5er p Quantil können wir auch hier auf unsere Formel anwenden. Also bei Median habe ich da die Wahl zwischen mehreren Schreibweisen, was die Formel angeht, kommen wir aber dann zu, wenn. Ähm mit den Median auch berechnen. So, ja, ich überlege, haben wir alles getan? 20,75 korrektes Ergebnis. Im Grunde genommen habe ich äh, in der ersten Version dieses Videos auch bereits das korrekte Ergebnis ermittelt. Allerdings habe ich dort entsprechend den Fehler gemacht, dass das n mal p unsere Zeile bestimmt und nicht das n alleine. Punkt. So, das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal haut rein und ciao.